Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was haben wir nicht schon alles für ein Hin und Her gehört? Eins hat noch keiner gefragt, nämlich warum wir uns erst heute mit diesem Thema beschäftigen und nicht schon gestern, am ersten Plenartag. Hatte vorher niemand Zeit oder wollten Sie warten, bis der Skandal vielleicht vorbei ist? Aber ich denke, so schnell geht das nicht. Es ist für mich noch immer, Entschuldigung, Frau Kraft, den Einwurf, die Unterrichtung war für heute angemeldet vom Ministerium. Das hätten wir auch gestern gemacht. Okay. Es ist für mich immer noch schwer vorstellbar, dass die Bilder mit den am Boden liegenden und erniedrigten Menschen gerade einmal 100 Kilometer von hier, vom Landtag entfernt, aufgenommen worden sind. Das ist eine Schande für Nordrhein-Westfalen. So etwas dürfte es hier nicht geben, und wir müssen alles tun, dass das nie wieder passiert. Und damit kommen wir direkt zu einem Kernpunkt dieser Debatte, nämlich Verantwortung und Verpflichtung. Es ist nicht das erste Mal, dass wir hier im Landtag Nordrhein-Westfalen über Verantwortung sprechen. Sehr oft wird dann mit dem Finger auf die anderen gezeigt. Auf die anderen Parteien, Fraktionen, auf den Bund, auf die Kommunen, private Unternehmen oder sogar die ganze Gesellschaft. Das führt dann dazu, dass Verantwortung hin und her geschoben wird und schließlich gar nicht mehr wahrgenommen wird. Herr Körfges, Sie haben einige exemplarische Beispiele dafür geliefert, der Herr Minister ebenfalls. Aber nun betrifft es eine ganz besonders schutzbedürftige Gruppe von Menschen. Das Ausmaß der Verantwortungslosigkeit ist erschreckend. In Burbach war es anscheinend an der Tagesordnung, dass Schutzbefohlene gequält, vernachlässigt, misshandelt und gedemütigt worden sind. So ist der Informationsstand im Moment. Um es klar und deutlich zu sagen, die Misshandlungen werfen wir den Wachleuten vor. Aber die Vernachlässigung oder gar Schlimmeres, kommen ja nun kleine Stückchen heraus, werfen wir der Landesregierung und den Verantwortlichen vor. Und wenn die Polizei und Beamte des Ministeriums oder der Bezirksregierung Arnsberg tatsächlich vorher etwas von den Vorfällen wussten, dann müssen die Verantwortlichen gehen, und zwar sofort. Alles andere wäre unerträglich. Unerträglich sind aber auch die Zustände in den Aufnahmeeinrichtungen. Und für diese Zustände in Landesaufnahmen tragen Sie, meine Damen und Herren, die Verantwortung. Ja, und ich meine nicht nur die Landesregierung in der Person von Herrn Jäger, das haben Sie richtig gehört, auch der Landtag NRW hat versagt. Dass die Flüchtlingszahlen steigen, die Kriege und Krisenherde zunehmen, wissen wir nicht erst seit gestern. Das Land ist aber gesetzlich verpflichtet, die zugewiesenen Flüchtlinge menschenwürdig aufzunehmen. Und es hat sich darauf nicht ausreichend vorbereitet. Ich würde sagen, es hat sich fast gar nicht darauf vorbereitet. Hier im Landtag ist es seit mehr als 2 Jahren bekannt, dass die Flüchtlingsaufnahme in ganz NRW in einer Krise steckt. Das wurde im Plenum, in Ausschüssen, Veranstaltungen, in Zuschriften, Positionspapieren, Anträgen, in Briefen, Anhörungen und in informellen Runden thematisiert. Jeder Abgeordnete in diesem Haus war informiert. Ich würde sagen, Sie sind sehenden Auges in die Katastrophe gesteuert. Und hier nun auch noch den Eindruck eines rasanten, überraschenden oder gar nicht zu bewältigenden Anstiegs von Flüchtlingszahlen zu kolportieren, was wir einige Male gehört haben, das ist mehr als armselig. Es ist zudem auch noch gefährlich und es fördert Ressentiments. Und nein, unsere Fraktion zähle ich nicht dazu. Wir haben eine Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahme mit verbindlichen Standards und Kontrollen und dezentraler und humaner Unterbringung gefordert. Wir fordern seit einem Jahr die Offenlegung aller Verträge und Vereinbarungen mit den Betreibern der Einrichtungen. Und wir forderten bereits im letzten Jahr mehr Personal für das Ministerium und die Bezirksregierung Arnsberg, damit das alles umsetzbar ist. Erst jetzt genehmigt der Minister, der leider nicht mehr, doch, da ist er noch, erst jetzt genehmigen Sie 23 Stellen. Das ist viel zu spät. In einem Interview mit der Tagesschau am Montag erklärte Kai Wendel, der im Auftrag von Pro Asyl eine umfangreiche Studie zur Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland veröffentlicht hat, dass es von Politikern, ich zitiere, von Politikern in NRW und in Brandenburg in der letzten Zeit Aussagen gab,
dass angesichts des angeblichen Unterbringungsnotstands Mindeststandards nicht mehr berücksichtigt werden könnten, die könne man sich jetzt nicht mehr leisten. Zitat Ende. Ich weiß übrigens, welche Politiker aus NRW gemeint sind. Belege dafür findet der interessierte Mensch in den Plenarreden und Ausschussprotokollen der letzten Jahre. Herr Wendel führte weiter aus, ich zitiere nochmal mit Erlaubnis des Präsidenten, insofern ist es auch kein Wunder, dass Misshandlungsfälle jetzt auftreten und unseriöse Betreiber oder outgesourcete Wachschutzfirmen sich so etwas leisten. Zitat Ende. Das ist eine deutliche Warnung, wie ich finde. Meine Damen und Herren, unserer Meinung nach hätte die Misshandlung von Flüchtlingen in den Flüchtlingsunterbringungen durch die Landesregierung verhindert werden können. Es gab genug Hinweise, und ob die Polizei oder der Bürgermeister informiert war vorher, das wird sich noch herausstellen. Der Bericht über die aktuelle Situation in den Einrichtungen aus dem letzten Innenausschuss am 18. September war schon erwähnt, den wir gestellt hatten. Ich muss das leider noch einmal betonen. Also vor genau 2 Wochen hatte Herr Jäger und seine Beamten den Auftrag, die aktuelle Situation aufzuarbeiten. Von den jetzt bekannt gewordenen Zuständen ist im Bericht und in den Erklärungen im Ausschuss aber kein Wort zu finden. Im Gegenteil, in der Sitzung und im Bericht wurde lediglich stark beschwichtigt, sämtliche Kritik vom Tisch gewischt. Nun ist es offensichtlich, dass die Opposition belogen wurde oder das Ministerium völlig ahnungslos war. Ich weiß nicht, was da schlimmer ist. Wir werden das auf jeden Fall aufklären müssen. Und dass die Kritik, dass das System der Aufnahme kollabiert sei, von Ihnen, Herr Jäger, in der Sitzung harsch zurückgewiesen wurde, ist umso krasser, weil damals sogar Busse mit Flüchtlingen unangemeldet und unversorgt nach Hessen in die dortige Aufnahme verschleppt wurden. Das haben wir damals angesprochen und ich weiß nicht, wie man das anders nennen soll als kollabiert, ehrlich gesagt. Sie hätten spätestens da handeln müssen, Herr Jäger, das haben Sie nicht gemacht. Im Übrigen haben wir vor 2 Wochen ebenfalls vorgeschlagen, dass sich der Innenausschuss ein eigenes Bild von den Aufnahmeeinrichtungen macht. Das wurde von allen anderen Fraktionen abgelehnt. Vor 2 Wochen. Wir müssen also festhalten, die Opposition war falsch oder gar nicht informiert. Die Landesregierung und Abgeordnete von SPD und Grüne beschwichtigen und beschönigen die Situation immer wieder. Ich finde das alles sehr bemerkenswert, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass nach dem Zusammenbruch der Landesaufnahme in Dortmund vor 1,5 Jahren, im Herbst 2012, eine Riesenprojektgruppe eingerichtet wurde. Im Mai diesen Jahres hat sie einen Projektbericht zur Unterbringung von Asylbewerbern in NRW-Einrichtungen vorgelegt. Im Bericht steht nichts über Sicherheitsüberprüfung oder mehr Aufsicht und Kontrolle. Aber es wird angekündigt, Aufnahmeeinrichtungen stärker als bisher in privatwirtschaftliche Hände zu geben, um die Aufnahme effizienter und wirtschaftlicher zu organisieren. Die Projektgruppe selbst gibt dazu zu bedenken, dass der Bericht eine administrative Hand trägt und die Perspektive von Flüchtlingen unterbelichtet erscheint. Erscheint, was für ein Hohn. Wir verlangen, dass der Bericht komplett überarbeitet wird und mit Experten aus der Flüchtlingsarbeit überarbeitet wird. Die Projektgruppe hatte für den Bericht übrigens ein ganzes Jahr gebraucht. In der Zeit haben sich die Flüchtlingszahlen nahezu verdoppelt. Für eine Verbesserung des Systems ist aber nichts passiert. Man hat nur an dem Bericht gearbeitet. Ist das vorausschauende Politik? Ich denke nicht. Und nun ist die Landesregierung auch noch in einem Misshandlungsskandal in den Aufnahmeeinrichtungen verwickelt. Solche Dinge stellt man sich nicht mal in Albträumen vor. Die Vorfälle haben international für Schlagzeilen gesorgt. Burbach ist nun weltweit in einem Atemzug mit Guantanamo und Abu Ghraib genannt. So etwas haben auch wir uns niemals vorstellen können. Die Betroffenheit der Landesregierung ist aber durchaus glaubhaft. Doch wenn man darüber nachdenkt, sind diese Taten wirklich so unvorstellbar gewesen, dass niemand so etwas hätte erwarten können? In einem Land, in dem ständig über angebliche Belastungen geredet wird, die durch Flüchtlinge entstehen, wo Asylsuchende immer noch weitgehende Restriktionen ausgesetzt sind, wo einer großen Gruppe von Verfolgten per Beschluss pauschal der Flüchtlingsstatus aberkannt wird, indem die Herkunftsländer wieder besseren Wissens als sicher erklärt werden. Jetzt bräuchte es ein starkes Zeichen,
damit dieser Makel der Fremdenfeindlichkeit nicht an uns haften bleibt. Aber eben noch präsentiert Herr Minister Jäger seinen untauglichen 7-Punkte-Plan. Keiner der Punkte ist funktional geeignet, die Lage für die Flüchtlinge zu verbessern. Es soll nun zukünftig den Betreibern untersagt werden, Subunternehmen für Security zu engagieren, Personal ohne Sachkundeprüfung und polizeiliches Führungszeugnis einzustellen. Eine obligatorische Sicherheitsprüfung durch Polizei sowie Verfassungsschutz soll nun erfolgen. Ich bin übrigens gespannt, auf welcher Rechtsgrundlage. Das soll der Plan sein. Wo bleibt das strukturelle Konzept? Ich komme zum Schluss. Denn unglaublich ist es, dass diese Prüfungen bisher nicht gemacht wurden. Gerade in diesem sensiblen Bereich hätte es niemals passieren dürfen, dass solche Kriminellen, Nazis oder Gewalttäter eingesetzt wurden. Frau Düker, Sie haben darüber bisher offensichtlich nicht nachgedacht. Das ist traurig. Da Sie zu einer Regierungspartei gehören, ist das sogar ein Skandal, wie ich finde. Und ob der Verfassungsschutz nun die geeignete Stelle ist, Nazis auszusortieren, sei mal dahingestellt. Aber Herr Jäger, Sie haben es immer noch nicht verstanden. Es ist einfach per se unglaublich und völlig inakzeptabel, dass es bisher so war und anscheinend weiter möglich sein soll, dass sich Wachleute neben der Essensausgabe aufstellen, dass Wachleute in Uniform auf dem Gelände rumrennen und Menschen einschüchtern, dass Wachleute neben den Leitern oder Mitarbeitern der Betreiber stehen, während Flüchtlinge ihr Anliegen vorbringen. Die Menschen, die hier Schutz suchen, suchen diesen nicht einfach so. Sie haben meist traumatische Erfahrungen, gerade mit Personen in Uniform hinter sich. Diese Menschen brauchen kein Gefängnis. Dass man so etwas überhaupt diskutieren muss, macht mich einfach sprachlos. Herr Kollege, Sie kommen zum Schluss. Ja. Wir brauchen Einrichtungen, die Menschen auffangen und ihnen Versorgung garantieren. Das Gefühl der Schutzlosigkeit muss ihnen da auch genau genommen werden. Aber stattdessen haben Sie ein System der Abschreckung etabliert, wo es anscheinend normal ist, mit Zäunen und Wachleuten weit draußen Menschen, die nichts getan haben, einzusperren. Es ist einfach widerlich, und dass Ihr 7-Punkte-Plan nichts daran ändern wird, potenziert die Schande ins Unermessliche. Herr Minister Jäger, wir fordern Sie auf, eine Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahme im Land zu machen und wir baldmöglichst wieder menschenwürdige Zustände in den Unterbringungen haben und das Wort Willkommenskultur nicht nur eine Prospektüberschrift bleibt. Vorschläge dazu haben wir bereits genug geliefert. Ein letztes Wort zu unserem Eilantrag. Alle Forderungen, die hier erhoben wurden, stehen hier drin. Ich erwarte Ihre Zustimmung dazu. Vielen Dank.